Und wir ziehen eine Legendary. Hallo? Hallo, 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 meine Lieben, Clash Royale. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part. Ich sage nur eins. Gut Kick in die Runde. Entschuldigung, hab's mir angeschaut. Ich hab's nicht live gesehen, aber war lustig. So, was ist denn los? 2066 Pokale, Lars ist ein bisschen gefallen, obwohl vom letzten Part bin ich wieder aufgestiegen. Ich bin wieder auf 2,7 hoch. Jetzt wieder gefallen auf 2660. Hab ein bisschen mit Handy gezockt in der Frühstücks- und Mittagspause heute auf Arbeit. Da hast du den meisten Stress, weil alle Texte nicht zu und labern nicht dicht, deswegen kannst du nicht ganz so konzentriert spielen. Aber es lief ganz okay, eigentlich ausgeglichen alles hier. Aber ich will euch eine Kombination zeigen, die ich sehr, sehr geil finde, die ich irgendwann mal testen werde, und zwar diese hier. Ich zeig mal kurz rein, beziehungsweise nicht teilen, ich will sie ansehen. Ansehen, hier, der Kollege hier, Level 9 am Start hier, der hat eine richtig böse Kombination, die ich noch nicht ganz verstehe. Die ich wirklich um Gottes Willen noch nicht ganz verstehe. Und zwar sehen wir es gleich. Der Kollege hat nämlich einen Loon hier am Start und gleich einen Riesen. Wenn es gleich sehen, also ich droppe einfach erstmal irgendeinen Scheiß, weil ich einen Scheiß Start dann habe. Fange jetzt hier an mit dem Elixiersammler. Er droppt da oben rechts den Musketier. Jo, jetzt bereitet er gleich davor. Er braucht 10 Mana, jetzt droppt er das Ganze. So, jetzt haben wir halt einen Riesen gedroppt. Natürlich, Riese geht automatisch auf den Tower. Genauso wie der Loon. So, jetzt droppe ich die Lakaienhorde. Die Lakaienhorde geht natürlich sehr, sehr schön erst auf den Lakai. Dann geht er auf den Loon. Und plötzlich ist der Loon ist über den Riesen. Und die Lakaien gehen nicht mehr auf den Loon, sondern auf den Riesen drauf. Was? Das war total komisch. Habt ihr das gesehen? Die Lakaienhorde hat komplett den Loon ignoriert, weil er über den Riesen geflogen ist. Und hat einfach nur den Riesen geschlagen, deswegen war der Tower weg. Der Loon konnte 2-3 Mal schießen. Ich habe einen Feuerball drauf geballert. Plus Lakaienhorde. Normalerweise ist Loon instant tot bei sowas. Aber dadurch, dass der Riese da war und er über den Riesen geflogen ist, haben sie nicht mehr draufgeschlagen. Ich verstehe das wohl nicht, aber... ist scheinbar so. Aber dass es ein Bug ist, ich habe keine Ahnung. Kann ja jemand berichten? Oder war es jetzt gerade Zufall? Ich habe keine Ahnung. Das ist stark. Das ist richtig stark. Das hat mich jetzt heute schon 2-mal gebumst. In meinen Arsch. Nee, auch wirklich schon 2-mal gebumst heute. Und ich habe vorher nie gegen diese Combo gespielt. Nie. Jetzt kommt er mit einem 4er-Packer. 4er-Packer OP. 4er-Epic. Ich habe schon gesagt, mit den Pokalen höher zu kommen ab 2,7. Also beziehungsweise über 2,7, ab 2,8 und so weiter, ist richtig schwer. Weil da meistens nur Level 9, 10, 11er kommen mit 5er bis 6er-Epics. Der ist hier noch mit Level 9 und nur 4er-Epics ist noch okay. Aber wirklich, das ist schon krass. Teils 6er, 7er-Epics. Wir sagen noch keine gemaxte Epics. Max Epics hier bis, schon bis 8. Noch nicht gesehen. Aber 7er-Epics habe ich schon gesehen. Und 6er-Epics. 5er bis 6er, manchmal sogar 7, keine Ahnung. Es ist voll krass. Also die Epics sind richtig stark. 2er Legendaries sind auch meistens am Start. 2er Prinzessin, 2er Freeze Mage. Richtig krass. So, jetzt habe ich hier wieder keinen Hort. Jetzt sollte der auch Kollege auf jeden Fall instant fallen hier. Der Reese, das passt. Ja, jetzt droppt er nicht den Loon wieder. Sind die Kombination also nicht normal. Aber muss ich testen. Loon plus Reese muss getestet werden. Das muss sowas von getestet werden. Sind natürlich 10 Mana. Muss das mal durchbekommen. Ist schwierig. Weil wenn er echt offensiv spielt, der Gegner, das ist echt schwierig. Also wenn der Gegner einen Schweinereiter hat und dann, also ein Hock plus Freeze, kannst du fast das gar nicht auf 10 Mana hochpushen. Außer natürlich in der letzten Minute, wenn du genug Elixier da drauf hast. Verzweifelt versuchen, noch was zu reißen. Er hat jetzt einen Giftzauber. Natürlich die Kombination mit dem Giftzauber ist richtig böse noch dazu. Das wird nichts. Dann verlieren wir hier. Ich gebe auf. Kein Ding. Nicht geschafft. Schade. Aber jetzt werden wir versuchen, etwas zu reißen. Ich habe 2 Kisten zu öffnen. Leider nur so, ne, weißt du Bescheid, so nicht so geile Kisten. Aber eine Kronentruhe müssen wir uns gleich verdienen. Und eine Gratistruhe. Und ich habe gehört, ich bekomme aus der Gratistruhe einfach mal die Prinzessin Level 2. Habe ich mir sagen lassen. Mit Ansage. Schade. Ich habe bislang 3 Epics bekommen aus der Gratistruhe. Noch kein Legendary. Ja gut, das wäre auch, das wäre glaube ich die Krönung, wenn ich noch ein Legendary bekommen würde. Dann würden mich einfach alle töten in den Kommentaren. Wirklich alle. Oh, die 3 Damen. Die 3 jungen Damen. Hier eine Goldkiste. Was haben wir hier? Gold. Wer ist erwartet in der Goldkiste? Gold, Bogenschützen, Tesla, Kobolde, Valkyre. Valkyre. Ich habe eine Kartenanfrage, habe ich nicht. Ah, ich würde jetzt gerne spenden. Das Runde ist, ich brauche noch einmal den Feuerball. Mache ich jetzt nicht. Ich bekomme nie den Feuerball. Ich muss dann, ich habe gerade angefragt, ich muss in 7 Stunden, also in 8 Stunden nochmal anfragen. Und dann mache ich den Feuerball, damit ich ihn auf Level 6 bekomme. Ich kann jetzt leider nicht reinspenden. Sorry. Sorry. Ich spende normalerweise immer, aber das ist jetzt echt wichtig. Ich habe 37 bislang gespendet. Das ist, glaube ich, ganz okay. Also immer gespendet, wenn geht, außer bei sowas. Und wenn hier die Barbaren kommen, weil ich habe nie Barbaren. Barbaren sind immer weg. Die bekommt man auch nie. Wir schauen mal kurz, wie hoch ist denn mein Loon? Mein Loon ist Level 1. Level 2. Okay, Level 2er Loon. Und mein Riese habe ich heute sogar noch geupgradet für 2000 Gold Level 6. Ich glaube, die Kombination kann man noch nicht spielen mit diesen Boys hier. Da ist das auf jeden Fall stärker. Boah, ich liebe die Lakaienhorde, Leute. Ich liebe sie so sehr. Sie ist so stark und ich feiere die einfach nur. Wir versuchen jetzt die Kronentruhe uns zu verdienen. So gut es geht.
Bestimmt jetzt wieder eine halbe Stunde Part und dann freuen sich wieder alle. Übrigens lokal.de. Viele schreiben, Lars, du hast irgendwas falsch ausgewählt. Wenn ich auf lokal gehe, hier sind nur Deutsche, auch mit deutscher Flagge, ist bei mir lokal.de Top 200, beginnt ab, Moment, wir schauen kurz drauf, 2776 Pokale. Keine Ahnung, ob ich irgendwas falsch eingestellt habe, aber 2776 ist lokal.de bei mir Top 200. Weil viele meinten, das wäre besser, beziehungsweise die hätten höhere Pokale, das würde bei denen anders sein, aber mir ist es halt so. Keine Ahnung. Global übrigens nochmal, glaube ich, 3-2 Pokale, also 3200, um Top 200 zu kommen. Moment. Ja, ne, 3300, sogar fast 3-4. Alles gleich hin. Easy. Machen wir kurz. Heute ein bisschen gezockt, aber nicht viel, deswegen müssen wir wieder reinschnuppern, was so abgeht. Sage ich immer, um mich zu verteidigen. Sehr gut. So. Level 8er gefällt mir schon mal. Level 8er gefällt mir richtig gut. Richtig geil. Level 8er. Sehr, sehr gut. Yay. Alles klar, da kommt die kleine Prinzessin. Die kleine Prinzessin, die in Rot viel cooler aussieht. Aber der Gegner sieht ja meine Prinzessin auch in Rot, von daher passt es. Wir warten, bis sie schießt. Wir warten immer noch, bis sie schießt. Jetzt schießt sie, jetzt droppen wir die. Und okay, sie überlebt noch, alles klar. Jetzt brauchen wir wieder keine Horde. Die ist stark gegen Melee-Damage. Tower bekommt wohl gut Damage. Oh Gott, okay, die leben noch. Habt ihr gesehen, wie geil die Lakaienhorde ist? Jetzt hat er nichts für die Prinzessin hier am Start. Trotzdem richtig viel Damage, hätte vorher die Kobolde droppen sollen. Deswegen hat mein Tower 50% gefressen. Aber ist trotzdem noch okay. Ist also noch okay. Ich kann eigentlich ein paar Kobolde noch hinterher. Und noch einen Freeze. Damit ich meine Prinzessin beschütze. Das ist wichtig. Prinzessin muss beschützt werden. Jetzt kommt die gegnerische Prinzessin. Feuerball droppen wir dafür nicht. Das ist, glaube ich, sinnlos. Die stirbt. Okay, alles gleich hin. Wir droppen dann erstmal nichts mehr. Wir warten noch ab. Also er hat Prinz-Prinz-Kombination, alles klar. Wissen Bescheid, Prinz-Prinz-Kombination. So, laufen wir kurz vor hier. Wir müssen auf jeden Fall die Lakaienhorde, beziehungsweise ich will jetzt den Golem... okay, da kommt sie wieder. Er hat alles raus, wir können das irgendwie wegkloppen, das ist sehr schön. Mein Tower ist trotzdem so gut wie down. Wir droppen mal die, den Eismage hinterher. Ich hoffe, er hat keinen Mage oder so. Hat er einen Eismage? Er hat einen Feuerball, alles klar. Er hat einen Feuerball. Okay, müssen wir ruhig bleiben. Wir müssen ruhig bleiben jetzt. Er hat gut Damage auf beide Tower schon gemacht. Er hat echt so ein Speed-Deck. Er kann nur zum Anfang viele Tower holen, später gar nicht. Deswegen jetzt kurz aufpassen hier. Wir werden jetzt erstmal mit einem Golem kommen. Er wird eh auf den Tower gehen, von daher setzen wir dort einen Golem. Ich muss kurz husten, Entschuldigung. So, kurz gehustet, Entschuldigung. So, Lakaienhorde, sehr wichtig. Ich hoffe, er hat keine Pfeile jetzt. Das wäre doof. Ja, Pfeile sind doof. Egal, wir haben jetzt ein Freeze-Match hinterher. Jetzt ein bisschen Damage auf sein Tower. Wir können echt Sachen droppen hier hinterher. So ein paar Goblins hinterher, um die Präsenz zu beschützen. Jetzt laufen die gut. Hier ist noch ein Lakaienhorde am Start. Das sollte reichen. Oh ja Gott, jetzt hat er natürlich die Prinzessin hier am Start. Das ist natürlich doof jetzt für meine Lakaienhorde. Ah, Feuerball auch noch rein. Aber wir machen trotzdem gut Damage. Das sieht gut aus. Die rechts, die Kollege macht auch ein bisschen Damage. Der linke Tower geht down. Das ist okay. Ich will jetzt hier einen Golem droppen für meinen Tower. Und ein paar Goblins hinterher. Oh Gott, okay, mein rechter Tower ist weg. Mein rechter Tower ist sowas von weg. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch den zweiten Tower bekommen. Auf der rechten Seite. Ja, da kommt der Feuerball. Ja. So ein verdammter ekliger Mensch. Doppel-AOE am Start. Pfeile plus Feuerball. Oh, und damit gewinnt er. Er gewinnt mit Doppel-Prinzen-Kombination. Alles klar. Ja gut, kann man machen. Er hat's verdient. Aber jetzt haben wir verdient, mit den Karten zu gewinnen, hat er's verdient. Ah, ist eklig. Er ist eklig. Doppel-AOE ist eklig. Weil er einfach den Tower dann bekommt. Ich hatte einfach keinen Golem auf der Hand. Ich hatte nicht genug Elixier. Ich muss abwarten. Ich muss defensiver spielen. Ich muss defensiver gegen sowas spielen. Normal gegen Doppelprinzen gewinne ich immer. Normal sind die easy Snack. Tatsächlich, Doppelprinzen sind normalerweise easy Snack für mich. Ich will mich ja nicht pushen, aber... normalerweise snack ich die weg mit der... keine Ahnung, mit allen Scheiß. Das ist easy für mich normalerweise. Easy. Feuerball, alles klar. Kommt der Golem. Und der Freeze Mage. Komm, wir schubsen alle weg. Da kein Horde. Sehr schön. Der ist down. Jetzt kommt ein Päckerlein. Sollte auch schnell sterben. Ich habe eine Prinzessin, jetzt ein bisschen Damage drauf.
Jetzt sollte AOE kommen, aber der Freeze Mage soll noch ein bisschen durchschießen. Sehr schön. Ein bisschen Damage drauf. Hier. Mann, sie stirbt. Na toll. Oh, das ist gut für den Feuerball hier. Sehr schön. Gut reingelümmelt. Sehr schön. Sehr, sehr schön, dass er noch was droppt, damit ich wunderbar mit dem Fireball hier arbeiten kann. Das gefällt mir. Sehr schön gemacht. Kollege da oben. Sehr schön. Weiter so. So, Elixier sammle ich drauf auch rein. Alles klärchen. Sieht doch gut aus. Wir führen. Wir führen. Er hat einen Riesen. Wir haben einen Golem. Wir sind stärker mit dem Golem normalerweise. Wir haben wieder kein Horn. Das ist doch alles okay. Ist doch alles okay. Er hat ja, ist okay. So. Jetzt werden wir rasieren gegen den Strich. Jetzt geht's auf den rechten Tower. So. Fünfer Golem. Dreier wunderbarer Golem. Ich brauche einen Golem im Shop. Dann habe ich einen Vierer Golem, Leute. Ich brauche einen Golem im Shop. So, wir locken ihn mal, dass er den AOE rausballert. So. Die sollen oben sterben. Sehr schön, sind auch tot. War kein Horde am Start. Noch eine Prinzessin hier. Jetzt kommt der Feuerball, der natürlich ziemlich gut war. Aber ich habe ganz viele kleine Damen, die jetzt kommen. Und ich habe gehört, die kleinen Damen machen gut Damage. Auf dem Tower. Noch ein Schuss. Und let it rain. Let it rain. Wunderbar. Hier da kein Horde rein, brauchen wir was können. Und das ist Win. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das erste Game übrigens hätte ich auch nicht verlieren müssen. Da kommt der Wut. Der Wut. OP Wut. Feuerball auf meinen Einheiten. Verdammt. Nicht mehr durchgekommen. Gibt es Friendly Fire? Ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen doof, wenn es Friendly Fire gibt. Ich habe noch nie versucht, Friendly Fire zu machen. Aber es gibt's nicht. Das wird es nicht geben. Cool. 19 Pokale gewonnen und gerade irgendwie verloren. 29. Alles klar. Sind wir fast wieder auf dem Plus. Weiter geht's, Jungs. Neuner. Alles klärchen. Exilien zum Anfang ist am Start. Ich habe Angst, dass ein Schwein kommt. Scheißegal. Droppen wir. Ist egal. Vor allem, weil Instant Tower ist mir wurscht. Nachher kommt ein Schwein plus Fass. Ist mir egal. Ist mir egal, weil wir dann einfach später... Er droppt einen Packer von rechts, einen Vierer. Ich komme mit einem Golem von rechts 3. Alles im Rahmen des Machbaren hier. So, der Freeze Match natürlich hinter dem... schön für den... Okay, wir brauchen AOE am besten. Prinzessin macht AOE, das ist schon mal gut. Und Feuerball würde ich noch brauchen. Feuerball, sehr schön. Oh Gott, der Golem hat einfach alles... Oh Gott. Habt ihr das gesehen, was der Golem gemacht hat? Lol. Der Golem hat einfach die Truppen so weit weggeballert. Oh, war das doof. Hat er nichts? Hat er nichts? Okay, dann droppe ich alles. Dann droppe ich den ganzen kleinen Scheiß. Jetzt hat er es. Alles klar. Er wusste es. Er hat gesehen, dass ich die Karte noch habe. Oh Mann, der Golem hat die Truppen so weit auseinandergeballert, dass der Feuerball nicht getroffen hat. Das war stark. Das war stark von mir. Self-owned. Ich habe mich gerade selbst gebumst. Heieieiei. Jetzt muss ich offensiver gehen. Ich muss jetzt einen rechten Tower holen. Das heißt, rechts mit meinem Golem kommen. Ja, rechts wird mein Golem kommen, scheißegal. Wir müssen offensiver spielen. Er wird links gleich den Packer setzen. Wir kommen von rechts mit ihm. Anders geht's nicht. Okay, er setzt doch nicht. Er spielt auch defensiv. Alles klärchen. Ich hätte jetzt den Packer andere Seite gesetzt. Wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen für ihn. Auch ein bisschen schlauer. Aber wenn man das macht, dann macht man das halt. So. Oh, ich habe den Haupttower getroffen, das wollte ich gar nicht. Was, mein Golem ist tot? Was? Wo ist mein Golem hin? Wo ist mein Golem hin? Die drei... Haben die drei gerade instant mein Golem weggemacht? Was? Wo ist mein Golem hin? Mal so eine Frage. Wo ist mein Golem schon wieder weg? Alter, wie schnell mir gerade mein Golem stirbt. Alles klar, das ist GG. Ich glaube, der Vierer-Packer macht etwas Damage auf mein Golem tatsächlich. Das, ich hab den jetzt, noch ein Packer. Alles klar. Ich hab den gerade, weiß ich nicht. Okay, das war nicht gut. Das ist los. Ich hab gerade Bock, das Deck zu bauen. Ich will mal ein neues Deck bauen, Leute. Wir werden jetzt ein neues Deck bauen. Ich bin scheißegal, ob ich Pokale verliere oder nicht. Go! Go!
Nein! Er hat schon aufgegeben. Hätten wir jetzt noch einen Unentschieden bzw. noch einen Tau bekommen, das wäre cool gewesen. Oh, Emote-Spam. Noch die besten. Sehr schön. Das feiere ich, Emote-Spam. Warum ist er denn traurig? Er hat gewonnen. Komisch. Egal. So, ich habe jetzt Bock, ein neues Deck zu bauen. Und zwar mit dem Riesen und mit dem Loon. Ich weiß, das ist jetzt das stärkste Deck, was wir haben, was wir kriegen können. Trotzdem habe ich Bock, das ja zu testen. Und den Gift dazu. Den Gift. Ich habe Bock zu testen. Machen wir jetzt kurz. Weißt du was? Man muss ja ein paar neue Decks mal ausprobieren. Das heißt, wir nehmen den... Wir können eigentlich auch den Golem. Der Golem wird nicht... Klappt ja nicht. Ist viel zu teuer. Fuck. So, jetzt haben wir den Loon noch. Loon hat mir ja bis fast zu 2000 Pokale gebracht übrigens, ohne rein zu payen. Für Leute, die sich denken, na, voll schlecht, der payt dir nur rein. Nee, ich habe auch fast die 2k geschafft, ohne zu payen. Jetzt hat mir natürlich das Pain hat mir natürlich einen Schub gegeben, dann bin ich jetzt über 2,5 und sowas alles. Aber darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. So, die junge Dame nehmen wir immer mit, die ist ganz krass. Ja, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Joa, dafür die vielleicht raus. So, kann man das so spielen? Natürlich als Defensive haben wir jetzt nicht so viel. Hier, was haben wir hier noch als Defensive? Die Lakaienhorde, die würde ich auch gerne mitnehmen. 3,9er Kosten und wir haben hier 3, beziehungsweise hier haben wir 4, haben wir 3,9. Was habe ich denn hier noch mit? Was habe ich hier denn nicht mit? Das ist die Frage. Ich habe ein Gift halt noch. Wir brauchen den Feuerball nicht. Genau, der Feuerball kam weg. Entschuldigung, der Feuerball kam weg. Dafür die Lakaienhorde. Weil ich echt zurzeit ein Fan bin von der Lakaienhorde. Ich glaube, das sieht so gut aus. Elixiersammler, braucht man den? Braucht man den Elixiersammler wirklich das bei dem Deck? Das ist die nächste Frage. Ja, doch. Oder? Darf vielleicht lieber Goblins mitnehmen, beziehungsweise Kobolde noch. Speer. Valkyrie, wurde gebufft. Kann ich hochpushen, auf welches Level? Wäre natürlich auch Mini-mäßig ziemlich cool. Macht auch AOE-Damage. Oder ein Drachen? Einen Drachen für Elixiersammler? Ohne Elixiersammler spielen? Natürlich 4er Kosten. Bei 4er Kosten brauchst du, glaube ich, schon Elixiersammler. Wir testen es einfach mal. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier auf 2622 Pokale. Ist mir scheißegal, wenn wir jetzt verlieren. Ich muss testen. Da kommt der Neuner, jawohl. Ich will diese Kombination mal testen, mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Wir haben schon mal nicht auf der Hand, das, was ich testen möchte. Erst den Riesen und dann dahinter sofort den Loon. Ich bin gespannt, ob das was werden kann. Ich bin tatsächlich gespannt. So, warten mal. Oh Gott. Bob. Er hat so ein ekliges Deck. Freeze-Mate hätte ich nicht droppen sollen. Ich teste es jetzt mal. Aber mal rechts, oder? Oh Gott. Dann links. Oh Gott. Die gehen halt alle genau auf den anderen Scheiß, ne? Oh, der Loon nicht. Der Loon geht nicht drauf. Der Loon ist durch, lol. Cool, der Loon ist durch. LOL, der Loon ist durch! Warum ist der Loon durch? Weil er durch ist. Ich hol mal noch einen Elixiersammler hier so hin. In dem Bereich, damit einfach nur der Minenwerfer drauf schießt. Okay, er ist durch. Hat geklappt! Hat geklappt! Jetzt kommt gleich wieder ein Kollege. Ein Minenwerfer. Da ist er wieder. Hat er Pfeile? Hat er? Freeze Mage. Kobolde. Und was dagegen droppt. Tschüss. Sehr schön. Sehr, sehr geil. So gefällt mir das. So, gleich wieder die Kombination. Die Kombination. Die sollten aber dann alle auf die Tesla gehen. Da gehe ich mal von aus. Ich werde trotzdem mal testen, was passiert. Ja, gehen da drauf. Guck mal, wie schnell. Aber seine... Seine Mini-Horde macht halt alles sehr schnell tot, ne? Bei mir war es halt anders. Okay, jetzt hat er den ekligen Scheiß hier am Start. Aber der Riese soll jetzt auf jeden Fall Dau bekommen. Sehr schön. Riese OP. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Könnte natürlich auch deffen jetzt am Ende.
Aber nur rein dürfen. Dann haben wir es gewonnen. Aber der Loon kam durch. Nein! Nein, die Kanone! Reicht aber nicht. Sehr schön. Gewinn das Ganze hier, aber nicht so wie geplant. Es war definitiv nicht so wie geplant. Das war, glaube ich, mehr Glück, dass der eine Loon durchgekommen ist. Trotzdem verdient gewonnen. Natürlich, verdient gewonnen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Oh, es dauert Jahre, bis wir die Kronentruhe fertig haben. Egal, weiter geht's. Jungs, wir müssen weiter testen. Jetzt ein Achter hier. Jetzt bitte keine, nicht so viele Verteidigungsgebäude hier am Start. Das wäre cooler. Kann ich da ein bisschen besser hier. So. Ach, die da keine Horde. Ist schon geil, aber immer so anfällig. Gegen den ganzen Scheiß. So anfällig. Wir können gerade nichts droppen. Richtig deprimierend, dass wir gerade nichts droppen können. Wir können jetzt hier den Eismagier gleich droppen. Jetzt vielleicht. Pekka ist down. Sehr schön. Pekka ist down. Pekka ist down. Los, Freeze Mage. Jetzt habe ich die Combo. Ich brauche 10 Mana dafür. 10. Kommen die gleich durch? Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt kommen die. Oh Gott. Okay, das ist gedefft. Jetzt kann ich auch mal auf 10 Mana warten hier. Alexi, ich sag mal Mana. Sag mal, warum sage ich Mana wegen Hearthstone? Entschuldigung. Oh Gott. Lol. Warum klappt das bei dem und bei mir nicht? Oh Gott, ein Fass auch noch. Ihr habt ja die Wiederholung gesehen. Weißt du? Ja gut, ist tot. Tot, geht nicht mehr. Oh Mann. Ich wollte es auch mal machen. Geht aber nicht. Diese schöne Kombination. Oh Gott, das Fass macht jetzt mein Tower kaputt. Und meine Prinzessin auch noch, weil es ein 8er Fass ist. Beziehungsweise 8er Boys drin. Okay, ist verloren. GG. Nee, klappt nicht, weiß ich nicht. Mit dem Loon klappt das nicht so wie gewollt. Weil wenn du den Loon setzt plus das, vielleicht droppe ich den falsch. Vielleicht droppe ich den falsch, keine Ahnung. LOL, der Loon! 126 hatte der noch! Krass. Das war knapp aber am Ende. Soll ich es nochmal testen? Ich verliere halt super viele. Ich teste es nochmal. Wir testen es noch einmal und wenn es dann nicht funktioniert. Vielleicht mache ich da was falsch. Vielleicht setze ich den Loon einfach falsch. Keine Ahnung. Das muss ein Fehler sein. Ich kann es mich anders nicht vorstellen. Ja, hier, Spam, komm, wir spammen. Wir spammen, weil wir geil sind. Wir spammen einfach alles. Hier, komm, richtig geil. Spam ist toll. So. Komm, Drache hier, Mann. Ja, natürlich, das war auch doof. Ich hätte erst den... Das hat gerade nichts gebracht. Weil ich hätte erst... Auf 50%. Ich hätte aber erst den Riesen, dann den Loon. Das bringt halt auch nichts, wenn man das so macht. Wollte ich mal testen, Entschuldigung. Ich wollte es mal antesten. Entschuldigung. Müsste mich ja nicht gleich diskriminieren hier. Nee, einfach nur neue Decks testen. Das ist so der Plan, den wir haben. Da kommt ein Golem, Vierer. Fick die Henne. Die Vorbereitung für den Klangkrieg endet gleich. Steht gerade bei mir. Okay. Thank you.
Von dem Tower ist weg rechts, habe ich gehört. Und ich krieg den nicht mal oben. War mal so ein Selbstversuch. Doch, ich bekomme ihn fast, aber nur fast. Hab ihn fast bekommen. So ein Freeze Mage, schießt er auch noch drauf oder läuft er weg? Okay, er läuft weg. Alles klar. War wieder gut gedroppt von mir. Egal, der Tower oben ist weg. LOL, kriegt der Luna. LOL! Was passiert hier gerade? LOL. Wir müssen überleben! Wir müssen überleben! Wir müssen einfach nur überleben! Wir müssen nur überleben, mehr müssen wir nicht! Dann haben wir gewonnen. Wie können wir das denn noch gewinnen? Alter Schwede. Da war er leicht überrascht am Ende. Ich spiele gegen eine Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich mache, trotzdem gewinne ich. Ja, das sind die Pro-Gamer, Leute. Nee. Spaß beiseite. Sehr schön. Verdient. Verdienter Win hier an der Stelle. Hat mich Kevin wieder geholt? Noch nicht. Oh, hier. Den kann ich spenden. Hab ich noch ein paar Karten für. Auch nur ein paar. Weiter geht's, Jungs. Einfach nächste Deck. Beziehungsweise nächste Deck, nächste Runde. Haben wir doch gewonnen. Ich wollte das Deck schon wieder in die Tonne schmeißen, aber jetzt haben wir zwei Games gewonnen. Wir wissen so langsam, wie es läuft. Wir wissen so langsam, wie der Hase hier läuft. Das gefällt mir. Sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Erfolgserlebnis, wenn man irgendein Deck, wo man gar nicht weiß, ob es klappt, einfach was reißt. Finde ich immer sehr schön. Wo ist der Riese? Sehr gut. Da ist der Riese. Sehr geil. Brauchen wir 10. Da kommt ein Schwein. Fick die Hände. So droppe ich hier. Der Freeze sollte auf jeden Fall. Ah, war doof gedroppt von mir eigentlich. Aber er kann Freeze. Er hat gar nicht genug Mana. Elixier. Verdammt. Ich sag immer Mana. Entschuldigung. Tut mir leid. Jetzt kommt die Kombination, Leute. Der Tod. Tower Rip. Müssen warten und jetzt Loon. So, Tower Rip. Towers Rip. Oh, ein Freeze! Ja, der hat ein Schwein, aber da ein Freeze. Jetzt können wir da keine Horde droppen. Und ein Feuerball, alle auch noch. Er hat einfach alles. Doppel-AOE. Alles klar. Okay, es hat eigentlich gut geklappt da oben. Das ging. Das war ganz okay. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Und zwar genauso. Wieder reingefreezt. Sehr schön. Es läuft. Es läuft einfach mal. So, hier mal kurz. Kommt er durch. Jetzt einmal Gift da oben. Reicht das für den Tower? Gewinn. Reicht das für den Tower mit dem Gift? Es reicht. Es reicht. 15 Sekunden zur Verteidigung. Hat er noch einen Kollegen hier. Ja, doch. Entweder haben wir gerade Glück mit den Gegnern, sind auch nur 8er Gegner. Das könnte daran liegen. Aber wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Finde ich cool. Finde ich tatsächlich cool. Ihr merkt es selber, ich bin total überrascht. Ich
bin total überrascht, was hier gerade passiert. Wir gewinnen mit dem Deck. Also kann man mit dem was reißen. Sehr schön. 2660 sind wir nicht damit angefangen. Ich bin bei 2670 oder so angefangen. Weiter geht's. Weiter geht es. Oh, Neuner. Jetzt kommt ein Neuner. Ich bin echt überlegen, die Elixier immer nach vorne zu droppen, weil ein Schwein dann kommt. Siehst du? Aber noch gut ausgekontert. Gut gekontert, Lars. Sehr schön. Dafür, dass er so viel gedroppt hat, eigentlich sehr viel. So, wir haben gleich unsere Kombination. Können wir was reißen? Natürlich, wenn man ein Gebäude hat, ist es RIP. Also, die Kombi ist RIP. Den Gebäude ist RIP. Wir warten, bis jetzt da ist und dann kommt der Loon. Und eine Prinzessin. Wollen wir was können? Ja, okay. Der Loon ist durch. Ja, Luna hat mir schon Damage gemacht. Finde ich cool. Kommt ein Schweinchen. Reingefreezed. Oh Gott, das ist Damage. Lebe, Tower, lebe! Nein! Das ist eine 7. Ich habe gerade gesehen, dass es eine 7er Valkyrie. Schieß! Egal. Lol. Lol. War so ein minimaler Fail von mir an der Stelle. Er wird auch mein Hauptgebäude gehen. Ich versuche seinen zweiten Tower zu bekommen mit meiner Kombination wieder. Da kommt ein Schweinchen. Ich habe gerade nichts gegen Schwein. Ich habe gerade nichts gegen das Schwein. Nichts. Nichts. Wer jetzt noch einen Freeze hat, hat er. Aber ich habe jetzt wieder keinen Horde. Ich hatte einfach gerade nichts. Habt ihr das gesehen? Nichts auf der Hand. Okay, Tower ist down. Beide gehen auf den Kollegen. Okay, RIP. Das war's. Können wir da keinen Horde mehr versuchen. 90. Ja gut, das ist viel zu wenig Zeit. Das reicht nicht mehr. Jetzt kommt die Valkyrie noch, die so viel aushält. Boah, ist die Valkyrie stark. Ha, will ich auch haben. Jetzt kommt der Mage, gecountert natürlich. Ah, doof. Ah, es war ein Neuner. Der ist starke. Nee, das Deck ist stark, aber wir haben zu schwache Karten dafür. Sonst ist es stark. Das Problem ist bloß, wenn wir gegen Achter spielen, dann ist es okay. Aber wenn wir gegen Stärkere spielen, ist es, weiß ich nicht, dann schaffen wir das nicht. Ich überlege gerade wirklich, die Valkyrie mit reinzunehmen, weil die ist super stark geworden. Die wurde auch gebufft mit dem Update. Überlege ich tatsächlich gerade eben, ob wir das mal machen. Valkyrie, wie viel Mana kostet sie? 5, meine ich. 5? Valkyrie, wo bist du da? 4. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir sie bekommen. Können wir kurz abchecken hier. Wir können natürlich hochpushen hier. Weil ich sehe auch viele, die mit dem rumlaufen, die ist auch ganz cool. Die kann man auch durchtesten hier. Level 5 Valkyrie. Level 5. Level 5. Natürlich haben wir jetzt hier schon einen Riesen, hätten wir schon auf 6. Wäre natürlich jetzt krasser. 4. Sind 4. Das Problem ist, was nimmt man dafür raus? Die Goblins, ja, nee, kann ich auch nicht rausnehmen. Man könnte ja sogar überlegen, den Freeze-Match rauszunehmen oder die Prinzessin 1 von beiden. Muss man mit beiden Legendary spielen? Ich weiß es nicht. Ich werde mal jetzt kurz mit dem Deck hier weiter testen. Mal schauen, was jetzt wieder hier kommen. Wir stehen eigentlich, ich finde es cool, dass wir nicht viele Pokale verlieren. Das gefällt mir, tatsächlich. Obwohl wir neue Decks testen. Das macht mich glücklich. Ja. Und damit stehe ich mit meinem guten Namen. Nee, also schon bei 34 Minuten, Leute. Die Kronentruhe, die wird natürlich jetzt, das wird ein bisschen dauern. So, Golem hier mal. Starten wir mal. Ganz okay. Kann man machen. So, Prinzessin. Ist immer geil. Läuft natürlich falsch, ist trotzdem geil. Kommt ein Risi. Jetzt ein Freeze-Mage. Ich überlege gerade wirklich, anstatt... Freeze-Mage ist tot. Anstatt... anstatt den Feuerball den Giftzorn mitzunehmen.
Überlege ich tatsächlich gerade eben. Mal gucken. Ist, glaube ich, wirklich stärker. Jetzt habe ich die Prinzessin wieder gedroppt. Ich dachte, das wird noch auf irgendwas überleben. 50%. Also 1188 gegen das hier. Ist natürlich anders. Ich habe nichts. Ich habe immer noch nichts. Tower's down, vielleicht. Ich droppe auch nichts dafür. Kriegt halt Mentals Damage. Ich kann nichts dran ändern jetzt. Es lohnt sich nicht nochmal, die Kollegen hier reinzuballern. Das würde sich nicht lohnen. 230.000 so gut wie down. Ist mir aber scheißegal. Wenn ich ehrlich bin. Wenn die Minute anbricht, dann sind wir, haben wir einen Vorteil. Weil wir bei unsere Elixiersammler am Start haben. Das ist soweit okay. So, Golem von hier. Da kommt ein Bomber. Bomberman. Ich kann jetzt alles reinballern, er hat nichts mehr AOE-mäßig. Na, kein Hunde auch noch. Go, 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 go! Er noch ein Zap, bringt nichts, sie überleben das. Jetzt, go, go, Tower, 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 Tower. Freeze Match, hinterher, go, 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 jawoll! Richtig geil. Er hat 30 Sekunden Zeit, mehr Tower zu bekommen. Wie auch immer. Kann es versuchen. Okay, geht sogar auf meinen anderen Tower. Sehr schön. Das ist ein Win. Das ist ein Win. Leute. Easy. Nee, war nicht easy. Aber geschafft. Wollen wir es mal testen? Den Feuerball raus und dafür den Gift. Ich werde es mal testen. Weil wirklich die immer mit Masse kommt von der Seite oder mit den Sachen. Natürlich kann ich dagegen dann nicht gegen eine Prinzessin sofort wirken, aber auf eine Prinzessin Feuerball ist eh nicht so toll. Ich nehme mal den Gift mit. Der Gift kostet wieder einen Mana mehr. Sehe ich das richtig? Ich meine schon. Elixier. Verdammt. Wie oft habe ich in diesem Part jetzt Mana und Elixier verwechselt? Es tut mir um Gottes Willen leid. Es wird noch sehr oft vorkommen. Mit dem Blitz? Ne, Blitz ist noch teurer. Wo ist denn jetzt hier? Der Zap. Ist auch cool. Gift, wo bist du? Habt ihr doch irgendwo mal gesehen. Gift, wo bist du denn? Da ist er. Level 3. Ist ein... Ja, passt. Ist ein Epic. Testen das mal so. Zwei Kronen. Zwei Kronen fehlen für die Kronentruhe. Was mir auffällt, wir spielen nicht mehr gegen so krasse Gegner. Also Leute, ich empfehle euch auf jeden Fall gegen morgens, nachmittags zu spielen, nicht abends. Weil abends kommen die bösen Leute. Ich warte, was er droppt. Ich habe Angst. Okay, er droppt einen Packer, ich droppe einen Golem. Sein Packer ist leider höher. Schade. Okay, da kommen die Pfeile. Dann kann ich auf jeden Fall den Kollegen droppen. Kommt ein Fass. Sieht gut aus, was hier gerade passiert. Sieht sehr gut aus. Er hat einfach die Feinde gewastet. Jetzt ist meine Horde einfach durch. Meine Minion-Horde. Das war, glaube ich, dumm von ihm. Jetzt ist der Tower down. Ja, Tower ist down. Meine Valkyrie gönnt sich einfach die Kollegen hier. Die laufen durch. Ist okay. Alles klar. Haben wir den ersten Tower. Sehr schön. Hat einen Fehler gemacht. Hat zu früh die Pfeile benutzt. So, dann versuchen wir gleich den linken Tower nochmal. Ich habe mein Gift gar nicht einsetzen müssen. Sehr gut. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahme noch weiterspielen, weil Pokale sind drin. Sie sind möglich, man sieht es selber, die Gegner sind echt machbar. Im Vergleich zu gestern ist es ein Genuss. Ist ein purer Genuss, diese Gegner. Deswegen machen wir das. Bevor die ganzen 10er, 11er wiederkommen mit ihren 6er, 7er Epics, machen wir das so. Kommen die Pfeile. Trotzdem down. Oben macht er gut Damage. Obwohl der Mini-Packer echt auch gut Damage macht. Nicht schlecht. Wir droppen den Mage hier gegen den Packer. Minion-Horde gegen Minion-Horde, habe ich gehört. Kommt ein Fass. Ich droppe die Prinzessin. Sehr gut. Sieht gut aus. Alles noch im grünen Bereich hier. Alles im Rahmen.
Valkyrie hier am Start. Nicht Valkyrie, sondern hier die Kollegin. Gift. Freeze Mage. Und go. Kleinzeug. Immer geil. Prinzessin. Erdpfeile raus. Ich kann die Minion-Horde droppen. Erdpfeile raus. Jetzt kommt von ihm die Minion-Horde rechts. Ich habe nichts zu antworten gerade. Nicht zum Antworten, nicht zum Antworten, nicht zum Antworten, nicht zum Antworten, nicht zum Antworten. Immer noch nicht. Jetzt kommt mal ein Fass. Oh Gott, der Tower ist weg. Fuck. Das Skelett-Army hat er auch noch. Was hatten die ja alle? Jetzt will es auch wissen, oder? Jetzt will das richtig wissen. Jetzt ist noch ein Packer dabei. Level 6er Packer übrigens. Nur so nebenbei. Oh Gott. Okay, Minion-Horde gegen Minion-Horde. Ich muss jetzt hier mein Spiel wieder aufdrängen. Ich muss hier mit dem Packer kommen. Es kann nicht so sein. Es kann nicht sein, dass wir jetzt hier noch verlieren. Das war eigentlich ein sicheres Ding. Und am Ende hat er mich mit diesem fucking Move noch erwischt. Wo ich die Prinzessin hinsetze. Total dumm. Total dumm! Jetzt verliere ich das, glaube ich. Habt ihr die Prinzessin gesehen? Wie doof war das denn jetzt? Es ist ein Unentschieden. Oh, Mann. Oh, es war ein sicherer Win und ich spiele einfach doof und habe von rechts nicht gesehen, dass er die Sachen gedroppt hat. Hab zu spät reagiert und dann ist es noch ein Unentschieden geworden. Mist! Trotzdem müssen wir noch ein Game machen für die Truhe. 41 mit... Alles klar. So, egal, eins müssen wir noch machen. Ein Spiel noch, obwohl wir jetzt hier 42 Minuten am Start sind, ist mir scheißegal. Wenn das Video auf 15.000 Jahre geht, müssen wir trotzdem noch eine Krone hier holen. Also, ihr seht es selber, ich glaube in erster Zeit, die Kronentruhe zu verdienen im Video ist ein bisschen hart. Da muss ich ein bisschen vorarbeiten. Oh Gott! Really? Ja, really. Da wären wir die da kein Holder besser gewesen. Hatte ich aber leider gerade eben nicht. Richtig viel Damage bekommen. Mein Tower, richtig viel. Okay, Konzentration. Konzentration hier. Tower lebt noch, okay. Immer noch Konzentration. War das gerade 10er-Truppen? Ich glaube, das waren 10er-Truppen. Trotzdem Konzentration. Jetzt kommen wir nämlich. Jetzt ist unser Spiel dran. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, die Barbaren. Damage des Todes. Prinzessin. Der Tower geht down, oder? Tower geht down, geht noch nicht down. Schade. Mein zweiter Tower geht auch down. 10 oder keine Horde. Junge. Komm mal, klar auf dein Leben. Was ist denn los mit dir? Ah, ist vorbei. GG. 4er Epics, 10er Lakaienhorde, 10er Barbaren, 9er Scheiße hier am Start. Ich krieg alle auf den Deckel. Ist okay. Kann ich mit leben, dass ich hier verliere an der Stelle. Egal, die Kronentruhe verdienen wir uns jetzt nicht mehr. Klappt leider nicht. 3 Sterne bekommst du nicht von mir. 3 Kronen natürlich. Kannst du dir eine Tonne kloppen. Kriegst du nicht 3? Oh Gott, er. Was? Die hat er auch noch? Er hat einfach alles, was er braucht.
läuft bei ihm. Egal, das war's. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für über ein Like freuen. Wir sind 45 Minuten hier am Start. Verdient zum Glück nur minus 18, ist okay. 45 Minuten am Start. Und wir haben doch jetzt eine Krone bekommen. Ach, wir haben eine gewonnen. Deswegen können wir sie doch noch öffnen. Hui. Zum Glück. 45 Minuten, Leute. Und wir ziehen eine Legendary. Entschuldigung. Ja, okay. Frostmage, Ice Mage, Level 2. Ziehen wir raus, kurz aus. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich muss echt mal gerade. Alles klar. Die 45 Minuten haben sich gelohnt. Mit der legendären Karte gehen wir raus. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hab's. Mit Ansage. Tschüss.